Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz sehr, den Tobias Steinhäuser virtuell neben mir sitzen zu haben. Hallo lieber Tobias, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, hi. Schön, dass wir das machen können und bin gespannt aufs Video. Ja, heute habe ich mal ein Thema rausgesucht, das hast du auf deinem Kanal auch schon oft thematisiert. Ja, Tobias hat ja auch einen Kanal, Tobias Steinhäuser heißt dein Kanal jetzt, ne? Ja. Genau, den werde ich auch oben in den Infokarten verlinken. Und du hast schon öfters Video zum Thema gemacht, Irrungen und Wirrungen so im Ernährungsdschungel. Dass viele Menschen, die möchten gerne ihre Ernährung umstellen, die möchten gerne gesünder leben, aber die wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Ne? Überall, ich meine, das Schöne am Internet ist ja auch, man findet so viele Informationen, aber eben auch, man kann sich da auch schnell darin verlieren. Was ist denn jetzt nun die beste Ernährung für mich? Und ich möchte gleich mal am Anfang sagen, es gibt nicht die eine Ernährung, also wirklich so einen roten Leitfaden für alle. Da muss man, wir sind ja alle individuell, wo steht jemand, ne? Was hat er so für Vorerkrankungen, ist er sehr aktiv, ist er sehr sportlich unterwegs, macht Bodybuilding oder Leistungssport oder ist jemand eher ruhiger, Yoga-Meditation. Ja, es gibt nicht so einen richtigen, wirklichen roten Leitfaden, jetzt ganz konkret zu sagen, die Ernährung ist für dich jetzt das Beste. Aber was man schon mal sagen kann, weg von der Industriekost. Weg von dieser stark verarbeiteten Industriekost. Und dann gibt es aber so viele verschiedene Ernährungsrichtungen, ne? Vegetarisch, vegan, Rohkost, dann gibt es auch makrobiotische Ernährung, damit habe ich mich früher auch mal ein bisschen beschäftigt. Dann hast du Low Carb, also wenige Kohlenhydrate oder High Carb, ganz viel oder ganz viel essen, ganz wenig essen. Also es gibt da so viele verschiedene Ernährungsrichtungen und auch Menschen, die das propagieren nach außen hin, wo es gut funktioniert. Tobias, was würdest du den Menschen raten, die jetzt wirklich sagen, also ich bin jetzt irgendwie verwirrt. Das eine, ich habe jetzt schon ein, zwei Sachen ausprobiert, das funktioniert jetzt nicht für mich. Ja, was würdest du Menschen raten, die wirklich ein bisschen verwirrt sind von diesem ganzen Ernährungsdschungel? Ja, also erstmal kann ich sehr gut nachvollziehen, weil wenn man halt, wie du sagst, so, man schaut am Anfang erstmal nach im Internet und dann sieht man halt, okay, der eine sagt plötzlich ja gar kein Fett, der andere sagt nur Fett und Fett ist das Beste und dann gibt es ja auch immer Berichte dazu, okay, ich habe damit Krankheit XY geheilt und dadurch bin ich wieder gesund geworden durch die Ernährung. Und grundsätzlich, erstmal, finde ich, sollte man sich nicht verunsichern lassen und im Internet ist halt viel, sich das erstmal bewusst zu machen, weil im Internet ist halt auch viel Mist. So. Oft ist es halt auch diese Flut an Informationen, das habe ich halt auch immer wieder festgestellt, dass man, so man ist verunsichert, man möchte was ändern und dann schaut man sich zu viele verschiedene Sachen an und ja, ist dann eben völlig verwirrt. So. Drum ist halt so der erste Schritt, finde ich, erstmal zu gucken, okay, wie lange macht jemand schon was, wenn man da was sich anschaut? Was für Erfahrungen hat der? Über wie viele Jahre? Und ergibt es Sinn? Was für einen Eindruck macht er auf mich? Wie ist die Gesundheit? Wie ist die Lebensfreude? So. Und dann auch zu gucken, einfach macht es Sinn? Logisch, rational. Und dann ist halt der Punkt, dann würde ich nicht mehr 10-mal hin und her springen, sondern dahin gehen, einmal das Körpergefühl zu entwickeln. Weil das ist halt immer das, wo man sich dann auch wirklich drauf verlassen kann. Weil wenn jemand anderes irgendwas erzählt, dann ist es immer nur eine Geschichte. So, man kann die glauben oder nicht. Genau, muss nicht gelogen sein, aber man weiß es halt noch nicht. Und das muss man sich erstmal eingestehen und gucken. Und bei Studien ist es eben genauso. So, es gibt alle möglichen Studien, wo geschlussfolgert wird, ja, High Carb, die anderen sagen Low Carb und da halt dann wirklich zu gucken, was macht Sinn für einen und das Körpergefühl zu entwickeln, ist halt, finde ich, immer ein super, super wichtiger Punkt. Genau, weil wenn man das Körpergefühl hat, dann kann man halt auch selber testen, okay. Weil manchmal ist es auch tagesformabhängig, was brauche ich an dem Tag so. Wenn man sich vorher eine lange Phase lang zum Beispiel von viel Obst ernährt hat, hat man vielleicht dann wieder Lust auf mehr Fett oder mehr Grün oder umgekehrt. Und genau, das finde ich ist einmal mal so ein wichtiger Punkt, dieses Körpergefühl zu entwickeln. Das ist eigentlich so der wichtigste Punkt. Und da könnt ihr vielleicht mal wirklich selber testen. Also wenn ihr, vor allem wenn man mal dann Monomahlzeiten macht, ne? Also das heißt nur ein Lebensmittel zu sich nimmt in einer Mahlzeit, so das muss man nicht den ganzen Tag machen, sondern einfach nur, um ein Gefühl für die Lebensmittel zu bekommen und zu wissen, was tut einem gut. Weil dann stellt man häufig schon fest, okay, ich hatte eh immer Probleme mit vielleicht Milchprodukten oder ich hatte immer Probleme mit glutenhaltigen Sachen. Und wenn man das eben in einer Mahlzeit eben nur ein Lebensmittel isst und
dann merkt man, wie schnell das durch die Verdauung geht. Also da könnt ihr mal testen. Und das muss man auch ein bisschen öfter machen. Aber wenn man nur ein Lebensmittel isst und man fühlt sich nach einer Mahlzeit müde und schlapp, so, dann war es entweder ein falsches Lebensmittel, wo der Körper nicht handeln kann, weil normalerweise sollte man sich nach so einer Monomahlzeit wirklich fit und vital fühlen, so. Weil es ist nicht wie, wenn man an die Tankstelle geht und dann muss man erstmal eine Pause machen mit dem Auto, so. Normalerweise, wenn man was gegessen hat, fühlt man sich fit und fühlt sich gut, so, und ist nicht irgendwie schlapp. Und wenn man sich eben nach einer Monomahlzeit schlapp fühlt, dann war es eben entweder das falsche Lebensmittel, oder es war halt einfach, man hat sich total überessen dabei. So, dann kann man nochmal mit einer anderen Menge ausprobieren und dann weiß man, liegt es jetzt wirklich am Lebensmittel. Aber wenn man sich nach einer Mahlzeit, wenn man nur ein Lebensmittel gegessen hat, gut fühlt, energetisch, ausgeglichen, wohlfühlt, nicht irgendwie nervös, zittrig, unruhig und unbefriedigt ist, dann weiß man halt schon, okay, das tut mir gut. So, das ist wahrscheinlich das Praktischste, was man halt immer direkt umsetzen kann. Braucht halt ein bisschen. So, das machen wir halt auch immer in der Zusammenarbeit, deswegen immer so einen längeren Zeitraum, weil dann kriegt man wirklich, ja, manchmal muss man auch bei einem Lebensmittel mal 10, 20 Mal irgendwie testen, woran hat es jetzt wirklich gelegen, war es nur Tagesform abhängig und das mal an verschiedenen Tagen testen, wo man weniger Sport gemacht hat, wo man viel Sport gemacht hat oder sonst was. Genau, also das wäre mal so dieser Körpergefühl-Aspekt. Und dann eben ein anderer wichtiger Punkt, weil wie du halt auch gesagt hast, mit diesem individuell, so, weil man wundert sich ja, okay, der eine schwört jetzt auf die Ernährung und sagt, ich habe damit was geheilt. Und der Punkt ist halt dahinter, finde ich, immer diesen stufenweisen, diesen schrittweisen Weg zu verstehen, dass es immer darauf ankommt, wo man selber steht, wo man individuell an welchem Punkt steht, mit der Ernährung, mit der Gesundheit. Weil so, der eine hat sich vielleicht mit einer Ernährung geheilt, weil, ich sag mal, der Durchschnittsbürger bei uns isst halt Industriekost hier oben, ne? So der Worst Case, Industriekost, verarbeitete Lebensmittel, hocherhitzte Lebensmittel, alles gemischt, E-Nummern, Industrie, Salz, Zucker, halt diese ganzen Geschichten, tierische Produkte auch noch. Und wenn du dann ist es eigentlich ziemlich egal, was du umstellst an der Ernährung, weil alles ist ein Ticken besser. Und dann kannst du dich halt schon von gewissen Dingen kurzfristig regenerieren. Langfristig wird es wahrscheinlich auch wieder Probleme geben. Aber alles, was besser ist als diese Standardernährung, wird man meistens mal Ergebnisse bekommen. Und deswegen gibt es halt auch 1000 Leute im Internet, die auf Ernährung XY schwören. Und das muss einem halt bewusst sein, dass damit so ein Entgiftungsprozess einhergeht und dass es halt davon abhängig ist, wo man herkommt. So. Und ja, eben wo man steht. Und wenn man jetzt langsam voranschreitet, dann merkt man halt auch, wenn man in eine immer natürlichere, vollwertige Richtung geht, ja, dann merkt man auch, was einem gut tut. So. Und meistens stellt man dann fest, okay, vielen tut halt Gluten nicht so gut, die meisten tierischen Produkte, eigentlich fast alle, die man in unserer Gesellschaft bekommt, gerade Massentierhaltung ist ja zu 98% bei uns, das sowieso, dass der Körper das einfach nicht richtig verarbeiten kann und halt diese ganzen verarbeiteten Geschichten. Genau, und deswegen gibt es halt auch diese vielen unterschiedlichen Ernährungsrichtungen. Weil was ich schon gemerkt habe, es geht dann schon immer in eine recht ähnliche Richtung. So, wenn man sich mal länger, gesünder ernährt, dann geht es eigentlich immer in eine vollwertigere, naturbelastendere Ernährung, wie es halt draußen vorkommen würde. Das ist eigentlich immer so ein Konsens und das merkt man auch. Genau. Und ja, und ein Aspekt, der vielleicht noch mit reinspielt dann so mit der Ernährung, ist das, was du auch angesprochen hast. Das kommt natürlich auch darauf an, wo man im Leben steht, wie ist die Lebenssituation, weil es ist auch oft schwierig, sehr stark die Ernährung umzustellen, wenn man gesellschaftlich, sozial sehr eingebunden ist. Also, ne, das sollte man nicht als Ausrede nehmen, aber man muss dann vielleicht ein bisschen gezielter und angepasster vorgehen und dann vielleicht lieber mehr Fastenphasen, Essenspausen und sowas machen. Genau. Und ja, dann halt manchmal, wenn man irgendwo ist, dann isst man halt ein bisschen was Schlechteres. Dafür hat euer Körper wieder zwischendrin die Zeit zu regenerieren mit den ganzen Pausen. Ja, das wären eigentlich so die wichtigsten Punkte, sag ich mal, die mir dazu gekommen wären. Ja.
Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Das heißt ja auch nicht, dass man so bei einer Ernährungsform dann stehen bleiben muss, ne? Dass man kommt von der Standardernährung, so wie du es beschrieben hast, und dann ist man vielleicht vegetarisch und vollwertig. Das heißt ja nicht, dass man auf dieser Stufe stehen bleiben muss. Das Leben ist ja auch Veränderung. Ne? Du warst ja auch eine Weile, glaube ich, vegetarisch, vegan, Rohkost. Du hast zwar jetzt diese Gourmet-Rohkost-Phase nicht wirklich mitgemacht. Du bist ja gleich in diese eher einfache Rohkost. Ja, so ein bisschen schon. Aber jetzt, glaube ich, nicht so intensiv. Ne? Du bist dann eigentlich gleich in diese einfache Rohkost. Hast aber innerhalb der Rohkosternährung auch experimentiert oder... Ne, hast mal mehr Fett gegessen oder mal fettfrei und mehr Früchte. Jetzt hast du ja eine Phase, wo du kaum Früchte, also keine Früchte isst. Da hat mir auch ein Video dazu gemacht. Das kann ich auch mal in den Infokarten verlinken. Also es ist auch normal, dass man einfach mal ein bisschen ausprobieren muss oder experimentieren muss. Man wird kaum sofort gleich das Perfekte für sich finden. Auch gerade, was du schon erwähnt hast, die Entgiftung spielt ja mit rein. Ja. Und das ist eben auch wichtig. Manche denken auch einfach nur so Ernährungsumstellung, dann wird es schon passen. Aber das ist ja doch ein längerer Prozess und die Entgiftung spielt damit rein. Wenn man eben die Entgiftung auch noch unterstützt, dann wird so eine Ernährungsumstellung auch viel harmonischer. Was würdest du jetzt so ganz spontan so ein paar Tipps, wie man ganz spontan Entgiftung umsetzen kann täglich? Was könnte man tun? Ja, genau. Ja, eben, also erstmal auch, wie du halt angesprochen hast, es ist halt so ein ganzheitlicher Prozess, wenn man die Ernährung umstellt. Und deswegen in dem Video vielleicht auch ganz wichtig, dass, weil oft stellt man ja vielleicht um die Ernährung und dann fühlt man sich erstmal besser und man ernährt sich ja gesünder, aber dann kommen halt wieder Symptome eben. Und das ist eben auch sowas, wie du gerade gemeint hast, mit der Entgiftung zusammenhängend eben. Ja, dann kommen die Symptome, man ernährt sich eigentlich wirklich gesünder, naturbelassener und da kann es ja nicht sein eigentlich, dass man sich schlechter fühlt, wenn jetzt die anderen Faktoren gleich bleiben, wie soziales Umfeld, Stresspegel und sowas, den man innerlich hat. Und dann ist es halt wichtig zu wissen, okay, am Anfang ist es vielleicht manchmal so, kommt immer drauf an, wenn man die Ernährung umstellt, fühlt man sich erstmal besser, der Körper ist erstmal entlastet. Aber wenn er so ein bisschen mehr Energie dann hat durch diese gesündere Ernährung, dann kommt es eben zu solchen Reinigungsprozessen, der Körper entgiftet, bringt sich wieder mehr ins Gleichgewicht. Die ganzen Medikamente, die man mal über Jahre zu sich genommen hat, die ganze Industriekost, das scheidet der Körper wieder aus. Und dann kann es eben passieren, dass man sich phasenweise mal so ein bisschen schlechter fühlt oder mal Entgiftungssymptome hat. Genau, und das muss man dann eben unterstützen, wie du gesagt hast, so täglich die Entgiftung kann man halt unterstützen durch Flohsamenschalen, wenn man zum Beispiel zu sich nimmt, damit im Darm halt alles gut rauskommt. Oder man nimmt halt dann noch, Flohsamenschalen ist ein Punkt, dann Bentonit, Zeolit oder Heilerde, eins davon ist immer so ein bisschen... ist egal, was man da, finde ich, ne? Da werden immer so große Unterschiede, es ist nur wichtig, dass man zum Beispiel eins davon nimmt, natürlich haben sie noch so ein bisschen unterschiedliche Wirkungen, aber eins davon würde ich nehmen und dann kann man halt gegebenenfalls Einläufe machen, hilft halt gerade, wenn man akut irgendwie im Darm Verstopfungen hat oder Kopfschmerzen hat und es sind einfach viel Toxine im Darm, so, dann hilft es halt akut sehr gut. Muss man jetzt nicht langfristig ständig machen oder so, aber es kann eben akut sehr gut helfen, gerade beim Fasten, wenn es mal ein bisschen schwieriger ist und anstrengender. Oder man macht halt beim Heilpraktiker so eine Hydrocolortherapie. Und dann kann man halt noch Basenbäder das unterstützen. Wenn man jetzt keine Badewanne daheim hat, kann man halt Fußbäder machen. Genau, sagt man auch, dass der Effekt zu 80% genauso ist, wie wenn man ein komplettes Vollbad nimmt. Also wird gesagt teilweise. Auf jeden Fall hat es auch einen guten Effekt so und es ist halt leichter zu machen, wenn man irgendwie am Schreibtisch hockt, jetzt mit Homeoffice sowieso. Und dann kann man einfach mal die Füße reinstrecken, man kann auch ein Handtuch nebendran legen, kann vielleicht mal kurz zwischendrin aufstehen. Das ist halt beim Baden alles immer ein bisschen komplizierter. Genau, Basenbäder, dann Trockenbürsten, dann Sauna, Sonnenbäder kann man noch das Ausleiten unterstützen. Und dann würde ich halt täglich auf jeden Fall mal jedes Gelenk bewegen, sodass der Lymphfluss halt überall mal in Gang ist. Und vielleicht einfach eine Viertelstunde, halbe Stunde, je nachdem, ein bisschen raus in die Natur gehen, den Lymphfluss in Gang. So spazieren ist eigentlich das Beste für einen Lymphfluss, ist perfekt. Die Arme frei schwingend, genau, dass auch Oberkörper alles in Schwung kommt und genau, nicht in die Hosentasche. Was ich auch finde, ist auch die Entspannung, dass ich wirklich auch Momente für sich nehme, einfach mal wirklich wieder ins Entspannen kommen. Viele sind ja so im Hamsterrad oder immer im Machen, im Tun. Ich kenne das ja manchmal noch aus Phasen, dass man immer so das Gefühl hat, man muss noch das und das und das machen und vergisst sich dabei selbst, weil die Entspannung gehört genauso dazu wie die
Bewegung, wie die Aktivität. Ne? Und das ist gerade, wenn man Ernährung umstellt, so auch Entgiftungsphasen hat, dann ist auch wichtig, sich ein bisschen um sich zu kümmern. Also in dem Sinn, dass man sich einfach auch mal Ruhephasen gönnt, die auch sehr wichtig sind. Und wenn man dann halt mal mehr schlafen muss, dann sollte man sich das auch zugestehen. Ne? Ja, schon. Und ja, wir sind halt eh so, dieser männliche Pol ist in unserer Gesellschaft total überbewertet, alles immer tun, machen. Und am Ende ist es halt wirklich so ein Gleichgewichtsprozess und man kann auch während dem Machen halt entspannen. Das ist natürlich das Ziel, dahin zu kommen immer mehr, aber halt auch durch so Mini-Pausen. Das können wirklich schon, wenn man sich zum Beispiel, finde ich es ganz nett, man nimmt sich eine Minute in der Stunde und setzt sich einfach diese eine Minute nur hin und dadurch ist man auch die ganze restliche Stunde viel effektiver so. Und macht in dieser Minute nichts, kann man sich so eine, gibt es auch Apps zu, wo man auf dem Handy hat, wo man jede Stunde dran erinnert wird. Solche Geschichten zum Beispiel, wo man halt solche Mikropausen einbaut. Und für mich hat es irgendwie immer auch so die Musik ganz gut versinnbildlicht, weil so Musik entsteht halt auch nur durch die Pausen zwischen den Tönen. So, ohne die Pausen zwischen den Tönen hat man halt einfach nur Lärm. Und das ist es halt so, da wieder so ein gesundes Maß zu finden. Und oft sind es wirklich so Mini-Pausen und man merkt schon, wie man viel entspannter wird und ja, wieder in einen ganz anderen, inneren, ausgeglicheneren, fröhlicheren Zustand kommt. Ja. Du hast ja auch einige Videos auf deinem Kanal gemacht, so auch zum Thema Achtsamkeit. Ne? Also, ja. Ich habe ja den Kanal am Anfang des Videos verlinkt, schaut da mal unbedingt rein. Sehr vielfältige Themen bei Tobias. Es geht nicht nur um Ernährung, eben auch Entgiftung, Bewusstsein, finde ich auch immer so wichtig, wie man so mit dem Leben einfach umgeht, mit bestimmten Situationen umgeht. Genau. Ich danke dir, lieber Tobias, für die Einblicke. Und und jetzt auch an die Zuschauer. Kennt ihr das, dass ihr so auf dem Weg der Ernährungsumstellung einfach verwirrt wart, weil ihr sagt, bei dem funktioniert das, was bei mir nicht funktioniert und ich weiß überhaupt nicht, was gut für mich ist und irgendwie überfordert mich das alles. Ich würde gerne anfangen und ich bin total verwirrt. Ja, genau, schreibt einfach mal eure Erfahrungen unter dieses Video, auch eure Gedanken und Meinungen zu dem, was wir so erläutert haben. Ja, freue mich über regen Austausch, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und nochmal ganz herzlichen Dank an den Tobias. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.